Von Anfang an bei der Entwicklung von Nexania haben wir die Anwender sehr stark einbezogen. Dazu sind wir im ständigen Dialog mit Ärzten und Pflegekräften. Wichtig ist, dass das System sich den Bedürfnissen der Anwender anpasst und nicht die Anwender sich dem System. Davor hatte man halt eine Mappe und für jeden Dialysetag gab es ein eigenes Blatt, auch fürs Labor. Bei in etwa 6.000 Behandlungen in der Dialysestation Nenzing kommen Sie da auf 6.000 bis 7.000 DIN-A4-Seiten pro Jahr. Bei 15 Jahren Aufbewahrungsfrist, die Sie gesetzlich haben, naja, da ergibt sich einiges. Früher hatte ich pro Änderung 5 verschiedene Zettel, wo ich wusste, da muss ich dran denken, dass ich das dort auch noch und auch noch und auch noch ändere. Und je mehr verschiedene Zettel ich habe, wo ich die Änderungen auch mitteilen muss, umso größer ist die Gefahr, dass ich das irgendwo vergesse. Der Anspruch an Nexania war von Beginn an sehr hoch. Arbeitsabläufe im Dialysealltag sicherer und effizienter zu gestalten, durfte kein leeres Versprechen sein. Nexania Expert, das Herz unseres intelligenten Datenmanagementsystems, erfüllt diesen Anspruch voll und ganz. Das sind unsere Patientenkarten. Jeder Patient hat seine eigene Karte. Da ist die Patienten-ID drauf gespeichert. Der Patient schiebt die mit dem Chip voraus rein in die Waage. Das Gewicht wird von der Waage auf die Maschine übertragen. Wir nehmen die Karte entgegen und schieben die auch wieder mit dem Chip voraus in die Maschine. Das Dialyseregime wird automatisch hochgefahren. Ich muss keinen Parameter mehr einzeln eingeben. Ich weiß immer, dass die Pflegekräfte genau das vorgegeben bekommen, was ich bei der Visite geändert habe. Wenn ich jetzt beim Patienten das Trockengewicht ändere oder das Natriumregime ändere, dann sieht das die Pflegekraft in dem Moment, wo der Patient seine Identifikationskarte in die Maschine steckt. Das bedeutet unterm Strich mehr Patientensicherheit und natürlich auch eine Zeitersparnis für die Mitarbeiter, weil sie nicht mehr diese Daten alle einzeln eingeben müssen. Und natürlich auch die Kontrollen fallen weg. Wir hatten vorher halt immer dann nochmal Kontrolle von der Kontrolle von der Kontrolle. Das kann man dann deutlich reduzieren. Das Prinzip ist einfach, aber der Effekt ist riesig. Nexania vernetzt einzelne Komponenten und sammelt die Daten. Dabei empfangen wir nicht nur Daten von unserem Dialysegerät Dialog Plus, sondern stellen auch vor und während der Behandlung Daten zur Verfügung. Das macht den Unterschied. Wir kommunizieren in beide Richtungen. Jetzt habe ich halt schon die Möglichkeit, von meinem Arbeitsplatz unten in der Ambulanz direkt zu sehen, wo ein Patient einen Blutdruckeinbruch hat oder ein anderes Problem auftritt. Ich sehe auf dem Bildschirm den Dialyseablauf aller Patienten mit einem Blick, sehe, wie weit sie sind im Behandlungsfortschritt, wo es Alarme gibt, wie der Blutdruckverlauf ist. Also eigentlich sehe ich die ganze Station mit einem Blick auf meinem Bildschirm. Mit Nexania machen wir aus Daten Informationen und aus Informationen Wissen. Wissen, was die Anwender wie Ärzte und Pflegekräfte nutzen können, um ihre Patienten noch besser behandeln zu können. Die Vorteile sind bessere Überwachung der Dialyse und bessere Überwachung der vor allem kritischen Patienten und dass das Pflegepersonal mehr Zeit hat, sich um andere wichtige Dinge wie das Befinden des Patienten zu kümmern. Also sie freuen sich sehr wohl, wenn wir Zeit haben. Angefangen von der Sitzposition über das Zudecken, über einfach Komfort für den Patienten. Nexania hat auf jeden Fall einen positiven Einfluss auf die Atmosphäre im Behandlungsraum, weil die Pflegekräfte von unnötiger und eigentlich auch unsinniger Routinearbeit freigespielt worden sind, weil sie sich den Aufgaben und den Patienten widmen können, die sie wirklich brauchen. B. Braun. Sharing expertise.